Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht habe ich ein Video übersetzt von zwei Rabbinern. Hochinteressante Themen, außergewöhnliche Themen mit außergewöhnlichen Aussagen. Ich habe das auch auf YouTube hochgeladen. Mittlerweile kann man das besser, wenn oder eigentlich überhaupt auch nur noch anschauen auf Telegram. Ich gebe euch den Link unten im Kommentarbereich, aber aufgepasst, das sind heftige Themen. Aber es ist trotzdem, ich zeige das trotzdem, um ein bisschen auch zu zeigen, wie sie denken und wie sie ihren Glauben transportieren und einfach um zu verstehen, was demnächst vielleicht in theologischer Hinsicht auf uns zukommt und vielleicht auch in anderen Disziplinen, wer weiß das, ja. Müsst genau zuhören, ist vielleicht auch gut, das Clip zwei oder dreimal anzuschauen, ja, wenn man das Ende kennt, dass man den Anfang dann auch nochmal anschaut, damit man so ein bisschen auch die Tiefe dessen, was dort gesagt wird, versteht. Der Rabbi Pollack und ein Stück weit auch der Rabbi Reuven, die gefallen mir eigentlich gut. Natürlich kommen die aus ihrem Hintergrund, keine Frage, ja. Aber so eine gewisse Offenheit ist da und ein gewisses Betroffensein von dem, was sie plötzlich finden. Leute, die so denken und die offen sind, die sind auch dem Evangelium, wenn sie es denn wirklich hören, offen. Und obwohl sie in einem sehr stark geprägten Umfeld groß geworden sind und auch denken, ihr merkt, wie vorsichtig ich mich da ausdrücke, ja, ist doch so eine gewisse Grundehrlichkeit da, die gefällt mir gut. Und in der Bibel steht auch, dass ihr doch heiß oder kalt werdet. Aber das Laue ist oft das Problem, ja. Die sind heiß oder kalt, welche Seite man da auch wählen will für. Und das finde ich gut. Jemand, der so aufrichtig denkt, und insbesondere Pollack hat für mich eine sehr feine, bescheidene und konsequente Art. Natürlich in seinem Hintergrund, aber trotzdem wert mal anzuschauen. Ich staune, wie offen er zum Schluss formuliert. Ihr müsst genau hinhören, was der sagt. Das ist kein dummer Mann. Sorry, der Akku war gerade leer. Also die Art und Weise, wie Pollack da am Ende seiner Rede formuliert und wie offen er das fasst, wie weit er das fasst, ja, wie die endgültige Rechtfertigung und das ewige Glück und die ewige Gnade auf sie zukommt. Das ist schon interessant, ja. Da müsst ihr genau hinhören. Das ist ja kein dummer Mann. Das ist ja hochintelligenter Typ. Und die Art und Weise, wie er das offen lässt, das fand ich interessant und erinnert mich so ein bisschen. Ich will da nicht zu weit gehen, ja, aber ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen an den Nikodemus. Der hat ja auch monatelang und jahrelang gebraucht, bis er sich offen zu Jesus bekannt hat. Wie weit der Pollack da ist, weiß ich nicht. Aber die Schlussworte, die er fasst, diese zurückhaltende, bescheidene Art, trotzdem in Konsequenz, das schätze ich sehr. Ja? Schaut es euch mal an, vielleicht auch zwei, dreimal. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man das Ende kennt, hört man den Anfang auch wieder anders. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.